hinten dran. Schauen wir mal. Ich bin ja gerade jetzt durch das Tor gekommen. Weiter. Genau, jetzt kommt das nächste Kapitel. Achte darauf, nicht so viel Munition gegen sie zu verwenden. Okay. Also wahrscheinlich dann eher laufen. Ah, das war Speed. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Ja, was will er denn nur? Ich denke, das ist von seinem Bruder. Das ist ja so. Da hat sich was bewegt. Wo? Oh. Na gut, dann gucke ich mal, ob ich das Ding entschärft kriege. Das ging ja einfach. Ach ja. Wie, wo? Was, wo? Wir müssen los. Ach so. Okay, ich bin alt, ich sehe das nicht mehr so richtig. Ja, dir auch. Welcome back. Nach der erfolgreichen Runde eben habe ich gedacht, ich kann noch eine halbe Stunde hinten dranhängen. Was ist hier nur passiert? Alles heilig.
Ui, da hinten war ein Schatten. Wir müssen meinen Patienten Leslie finden. Ja, ich komme ja jetzt nicht wieder zurück. Die Tür ist zu hinter mir, das Tor. Ich kann also nur gucken, dass ich hier irgendwie neue Statuen finde. Da sind sie. Sie kommen. Wer? Wo? Das überlasse ich Ihnen. Na, danke auch. Gut geschossen. Da nicht rein. Doch. Das hört sich ja schon so ein bisschen fies an, ne? Der Onkel Doktor ist hier. Nicht zerreißen. Alles Doktor ist hier. Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder, Valerio. Leslies früherer Arzt. Abziehen. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Oh-oh. Jetzt geht's gleich los. Es juckt. Es juckt. Dieses Jucken. Ja, es juckt so sehr. Das kenne ich, dieses Jucken. Das habe ich auch manchmal. Wie konnte er Valerio sowas antun? Unmöglich. Kann nicht Rovik sein. Da drin scheint ein Schlüssel zu stecken in dem Typen. Dann machen wir den mal auf, wa? Nur wie? Was wollen sie von mir hier? Ah!
war ja so klar. Aber müssen da nicht noch mehr Schlüssel sein? Auf dem Röntgenbild sind doch 3 zu sehen oder sowas, ne? 3 Schlüssel. Ich habe jetzt einen, oder? Noch mal reinfassen hier den Otto. Ne, geht nicht mehr. Der Typ ist leer. Da gibt's auch nichts. Eigentlich will ich hier noch gar nicht um die Runde. Von da sind wir gekommen. Gott. Ludwig. Nein, er kann das nicht. Leslie? Das kam von draußen. Ja. Will ich denn schon wieder nach draußen? Was ist das denn? Tagebuch von Sebastian Castellanos, Februar 2005. Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr zu sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns. So viel steht fest. Er verstößt gegen den Verhaltenskodex. Solaire? Was meinst du? Okay, ich bin mal eben kurz zum Speichern weg. Ich hab's gewusst. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Wie? Wieso kann ich nicht speichern? Hier entlang, bitte. Das Gruseligste vom ganzen Spiel ist diese Krankenschwester. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel?
Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Der Inhalt. Gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Cool. Fenster. Warum ist Ihre Stimme die einzige, die so hallt? Das ist doch alles ein Traum hier. Jetzt kann ich auch wieder speichern. Huch. Naja, lieber einmal zu viel als zu wenig. Mist, wieder denselben Fehler gemacht. Unbegreiflich. Das kann alles nicht sein. Ach, Euda, sei still. Zieh den weißen Kittel aus, du verrätst mich nur. Zieh dir was Unauffälligeres an. So, das ist das Haus, in dem waren wir gerade. Da hinten habe ich den Zombie erschossen. Von da sind wir gekommen. Also geht's hier weiter. Oh, Alter, hab ich mich jetzt erschrocken, verflucht nochmal. Die haben doch einen Knall. Welchen? Was meinst du mit welchen? So, nee, den Fehler, dass ich mich erst aufgerüstet habe hier und vorher aber schon gespeichert habe. Ich sollte das andersrum machen. Aber wenn ich sterbe, muss ich denselben Käse immer wieder machen. Das meinte ich nur. Sie haben Norman umgebracht. Seine Hilfeschreie haben plötzlich aufgehört. Ich höre jede Nacht Schreie. Wenn ich nicht versteckt bleibe, bin ich der Nächste. Wir müssen meinen Patienten Leslie finden. Ja, bleib locker. Ich komme ja schon. Thank you.
Hilfe! Was hat der Junge für ein Problem? Auf alle Fälle haben wir ihn gefunden. Er ist da runter. Immer eine super Idee. Im Keller. Keller sind gruselig. Wir müssen los. Halt die Klappe, du Vogel. Sonnenaufriss für einen Schuss. Ja, okay, was blöd ist, das ist, dass hier jetzt so viel Munition rumliegt. Das heißt, ich werde sie wahrscheinlich gleich auch brauchen, ne? Naja, wenigstens komme ich hier wieder raus, wenn ich sterbe. Man muss nicht so weit laufen. Leslie, dem Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Was los ist? Hier ist was. Beruhige dich. Etwas Schreckliches. Ja, bleib ruhig. Oh, Alter. Einmal nicht hingeguckt. Wo ist er? Nein, nein. Du musst keine Angst haben. Was war das denn? Unheimlich, unheimlich. Ja, aber sowas von. Habe ich nichts mehr zum Heilen? Nein. Bleib genau hier. Hier ist was. Beruhige dich. Scheiße. Da ist er, ja, ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Leslie, Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warte, Doc. Ich glaube, da kommt was. Also habe ich doch richtig gesehen. Hier ist was. Beruhige dich. Das ist schrecklich.
Bleib ruhig! Wie kriegt man denn den Arsch kaputt? Nein, nein! Du musst keine Angst haben. Da ist er doch. Unheimlich, unheimlich. Nein, bleib genau hier. Du bist was. Beruhige dich. Munition alle? War ja wieder klar. Etwas Schreckliches. Bleib ruhig. Nein, nein. Du musst keine Angst haben. Unheimlich. Unheimlich. Nein. Genau hier. Da war er. Zack. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Kann nicht raus. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh, Scheiße, da ist er. Nein. Ruvik. Tatsächlich. Leslie, wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Ich werde einen Scheiß tun. Gegen den komme ich sowieso nicht an. Da brauche ich gar nicht versuchen. Ja, was hat er denn jetzt hier? Stöhnt er denn so rum? Ich fürchte, ich muss da hinterher, ob ich will oder nicht. Was zur... Doktor? Leslie? Aber sowas von. Ah, sowas hasse ich ja. Ist ja schlimmer wie ein Traum. Boah, super. Hier vor. Also da ist ein
Ja, ich fürchte mal, da kommt gleich irgendwas Dickes und das muss ich genau so wieder töten. Kann das sein? Na, das macht's ja auch nicht besser. Was eine Sauerei hier. Ja, sollte man vielleicht nicht drinnen stehen, wenn man Feuerzeug reinschmeißt. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na toll. Ja, ich auch. Luciden, was ist denn ein lucider Traum? Keine Ahnung, was für eine Art Traum das sein soll. Wo wirst du denn bewusst bist, dass du träumst? Mist, was mache ich denn jetzt hier? Das Ding lasse ich erstmal da. Vielleicht kann ich es noch gebrauchen. Echt? Dass sowas geht?
war das denn? Na toll. Mist, wo ist jetzt noch eine Mine? Das habe ich. Zu spät. Ach. Soll jetzt alle gewesen sein, oder? Du musst dir jedes Mal fragen, bin ich wach oder was? Das mache ich jedes Mal bei der Arbeit. Oh, Kacke! Genau die Alte hat mich jetzt erwischt. Nicht wirklich, oder? Oh.
Warte, ich muss mir deinen Text gleich durchlesen. Geht jetzt gerade nicht. Ui. Ich Idiot. Oh nein, den ganzen Senf nochmal. Oh nein. Puh, da habe ich jetzt aber heute Abend keinen Bock mehr drauf. Du musst ja erst jedes Mal fragen, bin ich wach oder träume ich? Zweitens den Punkt merken, immer ein Ende meines schrecklich. Nein, der volle Whisky. Echt? Sowas kann man sich antrainieren? Strange, was es alles gibt. Gut. Achso, da war nichts, doch. Einen Versuch noch. Danach gehe ich aufs Sofa. Okay, hier sind natürlich auch noch diese ganzen. Diese ganzen Bolzen, die kann ich gleich auch noch einsammeln. Ich Idiot. Ich habe zwei Handgranaten, benutze nicht. Mann, will ich eine Pfeife. Nö, die Pfütze lasse ich mal da. Da kann ich bestimmt nachher gleich auch noch so ein paar andere Typen verbrennen, die da durchlaufen. Okay, das Ding kann ich mir dann auch noch nehmen. Das kann ich nur jetzt nicht machen. Schon mal alles vorbereiten hierfür, wenn sie gleich kommen. Los, kick das Ding da runter. Okay, jetzt habe ich die beiden Dinger hier liegen. Wenn ich da rausgehe... daraus gehe, ist da das Seil. Hier kann ich welche verbrennen, indem ich da ein Streichholz reinschmeiße.
hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, da könnte ich mir noch ein paar Teile nachbauen. Mit R kann ich den Bolzen wechseln. Will ich aber jetzt noch gar nicht. So, muss los. Cousin ruft Karaoke. Oh, ja, viel Spaß, Karaoke. Schickt doch mal die Adresse. Vielleicht gucke ich gleich noch mal bei euch rein, wenn ihr Karaoke singt. Oder ist er nicht öffentlich? Wäre ja witzig. Ja, ist doch scheißegal. Hauptsache Musik. Würde ich trotzdem gerne zugucken. Schick mal rüber. Guck ich mir echt an. Oh, sorgfältige Vorbereitung und dann voll verkackt. Tja, das war's dann auch für mich. Ja, morgen ausgeruht und frisch geht's dann hier an der Stelle weiter. Schönen Abend noch und gute Träume.